cooles Programm. Da kann man ja sein Zimmer umgestalten. Das sieht richtig cool aus. Da kann man alle möglichen Tapeten und Teppiche auswählen. Oh Mann, das will ich auf jeden Fall mit meinem Zimmer ausprobieren. So, einfach ein Foto machen und dann einfach auf den Computer übertragen und dann kann's losgehen. Tschüss, bitte lächeln, Pia. Oh Mann, das wird klasse. Vielleicht darf ich das dann ja auch wirklich so verändern. Das werde ich mal Mama und Papa später zeigen. So, ruckzuck habe ich mein Zimmer in das Programm reingeladen und dann kann es ja losgehen. Was verändere ich denn als erstes? Ich werde mal einen ganz verrückten Boden ausprobieren. Oh Mann, das sieht klasse aus. Oh, und vielleicht jetzt noch die Wände? Und vielleicht die Farbe von meinem Bett? Jetzt vielleicht nochmal einen anderen Boden? Und, ach nee, das passt nicht zusammen. Jetzt suche ich mir nochmal eine andere Wandfarbe aus. Das ist cool. Hanna, also kurze Frage. Könnte ich vielleicht mal deinen Laptop haben? Nur ganz, ganz kurz. Nein, du kannst auf gar keinen Fall jetzt den Laptop haben, Julian. Guck doch mal, was ich hier entdeckt habe. Ja, was machst du denn da? Was ist das? Malst du da irgendwas oder so? Sieht auf jeden Fall ziemlich langweilig aus. Kann ich jetzt bitte den Laptop haben? Ich will ein bisschen Minecraft spielen. Julian, das ist nicht langweilig. Das ist mein Zimmer. Und da kann man die Farben verändern. Von den Wänden, vom Boden. Guck doch mal, das ist richtig toll. Hä, hier hat sich gar nichts geändert. Dein Zimmer ist immer noch gleich. Gleiche Farben, gleiches langweiliges Zimmer. Nein, Julian, nicht mein richtiges Zimmer. Nur hier am Computer. Ach so, okay. Naja, immer noch langweilig. Also, ich glaube, ziemlich cool wäre es, also richtig verrückt, wenn man hier vielleicht so einen Lavaboden da einfügen könnte. Das wäre cool. Vielleicht geht das ja. Ich guck mal gerade hier. So vielleicht? Was? Das geht ja cool. Das sieht total gefährlich aus. Okay, Anna, du hast mich überzeugt. Können wir das jetzt in meinem Zimmer machen? Siehst du, Julian, doch nicht langweilig. Klar, ich komm mit. Oh, da kommt mir ein Gedanke. Weißt du, was ich meine? Denkst du das gleiche, wie ich denke? Mhm. Mama und Papas Schlafzimmer braucht auf jeden Fall einen neuen Anstrich. Wir machen jetzt das Foto und dann werden wir gleich alles verändern. So, und als nächstes mache ich ein Foto von deinem Zimmer. Ja, los, beeil dich, komm schon. Oh, da hätte ich eine Idee für mein Zimmer. Ich möchte das so richtig, so ein Eiszimmer. Ja, es soll richtig kalt Gute sein. Gute Idee. Und Emmas Zimmer müssen wir auf jeden Fall auch verändern. Okay. Mache ich auch ein Foto. Moment, was macht ihr denn da? Habt ihr mich etwa nicht gesehen? Ich bin hier. Hey. Ihr verändert mein Zimmer nicht. Das bleibt alles so, wie es ist. Ach so, nein, da passiert schon nichts, Emma, mit deinem Zimmer. Du wirst schon gleich sehen. Ich mache nur kurz ein Foto. Und dann musst du gleich mit rüberkommen in mein Zimmer. Und dann wirst du schon sehen. So, mir nach, Leute. Es kann losgehen. Wollen wir mit deinem Zimmer starten, Julian? Ja, vielleicht was Blaues oder so? Ja, wenn du ein Eiszimmer haben willst, dann mache ich mal als erstes die Wand hier blau. Ja, hellblau. Ja, sieht ganz gut aus. Und der Boden dazu vielleicht? Weiß? Ja, vielleicht ist so... Ist okay. So gebrochenes Eis, oder? Mhm. Ja. Ja, gefällt dir das, Julian? Ja, sieht gut aus. Mein Eiszimmer. Sehr, sehr cool. Dann machen wir jetzt Emmas Zimmer als nächstes. Was willst du, Emma? Ich will... Dass das aussieht wie im Prinzessinnenschloss. Der Boden, der soll richtig schön so glitzern sein oder so. So? Ja, oder vielleicht lieber pink? Lieber die Wände pink. Okay. Und vielleicht noch Sternchen an die Wand? Ja! Oh, das sieht richtig toll aus. Gefällt mir gut. Jetzt ist Mama und Papas Zimmer dran. Das ist das Langweiligste aus der ganzen Luxusvilla. Auf jeden Fall. Und Mama und Papa müssen mal was richtig Verrücktes haben. Was haltet ihr von einem Urwaldzimmer? Oh ja, hört sich gut an. Mit Grün. Und vielleicht hängen da noch Lianen so rum. Bäume oder so. Ja, und mit Affen vielleicht. Sehr gut. Ja, genau so soll Mama und Papas Zimmer umgebaut werden. Bitte, was wird umgebaut? Kommt etwa Onkel Stefan schon wieder? Habt ihr ihn wieder heimlich angerufen? Ja, also der Onkel Stefan ist gerade da drüben. Der baut schon euer Schlafzimmer um. Bitte was? Wie? Er ist schon da? Bitte nicht. Oh. Nein, Mama, immer mit der Ruhe. Julian hat euch nur veräppelt. Das ist nur hier am Computer. Kommt mal gucken. Guckt mal hier, das sind unsere neuen Zimmer. Ja, so Aha. sieht jetzt meins aus. Und das ist euer Schlafzimmer. Das sieht ja toll aus. Also so ein Zimmer hätte ich wirklich gerne. Martin, das kannst du nicht so laut sagen. Und bitte ruf jetzt nicht Onkel Stefan an, dass er wirklich dieses Zimmer baut. Ich bin damit nicht einverstanden. Aber eigentlich ist es auch ganz cool, dass die Kinder sich so gut hier verstehen und ein gemeinsames Projekt haben.
Also bisher ja, ein Projekt. Genau, aber wir wollen das wirklich alles umsetzen, Mama und Papa. Kann ich wirklich so eine Wand haben? Ich will auch so ein Zimmer haben. Bitte. Ach, Kinder, ich finde, unsere Luxusvilla ist schön, so wie sie ist. Da wird jetzt nichts mehr dran geändert. Ihr könnt das gerne spielen, aber es bleibt alles so, wie es ist.